In der Duotin und der Wolfach sahen wir uns das jahrhundertealte Handwerk des Glasbläsers an. In dem Museum wird man durch 2000 Jahre Glasgeschichte geführt und sieht vor allem im Weihnachtsdorf alles, was mit Weihnachtsschmuck zu tun hat. Wir bewunderten die schönen Weihnachtsbäume und deren Weihnachtsschmuck. Jeder Baum hatte etwas Besonderes. Als kleines Andenken nahm sich Oma ein Porzellanblümchen mit, das ihr auch noch heute sehr viel Freude bereitet. Wir haben bestimmt...